Jetzt bei Welt im Wandel TV gibt es ein Interview mit dem Heiler Rade Maric. Er sagt, Krankheit entsteht durch eine Blockierung in unserem Inneren. Und ich werde jetzt heute mit ihm sprechen, wie wir diese Blockierung auflösen können und wie wir wieder gesund werden. Lieber Rade, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast für dieses Interview und ich muss sagen, auch aus persönlichen Gründen interessiere ich mich natürlich auch sehr für deine Arbeit. Ich habe in meinem Leben viele verschiedene spirituelle Lehrer und auch Heiler kennengelernt und die einen sagen, Krankheit ist eine Botschaft. Wenn du die Botschaft verstanden hast, dann bist du wieder gesund. Also du musst nur die Botschaft verstehen. Andere wiederum sagen, der Körper wird krank. Und die Seele macht das Beste draus und ob du gesund wirst, das kann nur die Seele bestimmen. Was sagst du denn? Was ist denn die Ursache einer Krankheit? Ja gut, es gibt ja nicht eine Ursache für die Krankheit, es sind ja mehrere Ursachen. Also es kann ja genetische Veranlagung sein, das kann ja auch karmisch sein, das kann auch durch Lebenswandel kann das ja auch entstehen. Die Seele kann ja die Krankheit heilen, wenn sie genügend Kraft hat. Das ist ja... Umso mehr sie Kraft hat, desto mehr Power hat sie, ja, Potenzial hat sie, einfach diese Krankheit zu besiegen. Weil Krankheit ist ja nichts anderes als eine energetische Veränderung. Wir sprechen ja oft auch von Psychosomatik und so weiter. Das heißt, es ist ja die Energie, die erstmal entstanden ist. Wie gesagt, die kann ja aber auch genetisch da sein. Und irgendwann mal bricht sie aus, weil es genetisch so veranlagt ist, ab bestimmten Alter. Kann ja auch ein bisschen mit Hormonen zu tun haben, was auch immer. Und so entstehen ja die Krankheiten. Also um die wieder aufzulösen, gut, etwas zu erkennen, ich weiß nicht, beim Krebs, wenn es genetisch veranlagt ist, was man da großartig so erkennen kann und ob man da durch dieses Erkenntnis oder ob durch dieses Erkennen die Kraft so potenzieren kann, um das aufzulösen. Schön wäre es, wenn so wäre, würde ich mich wirklich darüber freuen, aber die Realität bzw. das Leben zeigt uns ja was anderes. Also das ist nicht unbedingt das Erkennen. Das ist jetzt sehr interessant. Du glaubst, also es ist gar nicht so wichtig, dass man die Ursache findet. Es ist schön, wenn man sie findet, aber die muss ja nicht zwangsläufig zum positiven Ergebnis, sag ich mal, bei der Heilung bringen. Die Energie macht es ja, nur die Potenzial. Also umso stärker die Lebensenergie da ist oder Heilpotenzial, wie auch immer das zu nennen ist, desto schneller geht es mit der Heilung bzw. genetische, energetische Veränderung und dann auch letztendlich zu einer Heilung. Aber schau, jetzt wenn jemand noch nie irgendwie sowas mit diesem Thema, also sich beschäftigt hat damit, jetzt hört der was von energetischer Heilung, der denkt sich dann ja... Energetische Heilung, was ist es denn? Was meinst du denn mit energetischer Heilung? Okay, aber ganz einfach zu erklären. An den Kindern sieht man es am besten. Gell? Die werden krank, haben Grippe oder fühlen sich nicht wohl, Bauchschmerzen, was auch immer. Was wirkt am besten? Wenn die Mutter kommt und die Hand auf den Kopf legt oder so. Auf den Kopf auflegt, nimmt das Kind in den Schoß, sagt was Nettes vielleicht, flüstert sie was Nettes ins Ohr, ja, umarmt es, küsst es und was auch immer. Gibt einfach die Zuneigung. Was passiert? Dem Jungen geht's gut. Dann vergisst es. Vergessen oder nicht vergessen, aber das könnte man auch medizinisch mal nachprüfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da eine Besserung feststellen kann. Definitiv. Was ist jetzt hier passiert? Hat sie ihm ein Aspirin gegeben oder sonst was? Nein, sie hat ihm nur die Zuneigung, nur die Liebe gegeben. Umso mehr man mit dem Herzen dabei ist, wünschen, dass es einem gut geht, desto besser und schneller wird er gesund. Und wenn man das immer wieder mal wiederholt, da potenziert sich das. Ja? Dann hat das Kind nicht nur, jetzt wird es ihm besser gehen, weil er Grippe hat oder Erkältung hat, sondern er ist mutiger in seinem Alltag. Er kann sich besser konzentrieren. Er hat einen Anker in sich, der ihn einfach auch durch das Leben führt und einfach mal eine innere Stabilität gibt. Und so in etwa, das ist jetzt in Kleinen. In Großen ist es dasselbe mit großen Krankheiten und mit großen Kindern. Letztendlich sind wir alle Kinder. Wie kommt es denn, dass wir andere oder auch uns selbst lieblos behandeln? Weil machen wir das von Geburt an oder entwickelt sich dann das erst auch im Laufe des Lebens und dann werden wir krank? Ja gut, viele Sachen sind auch einfach mal, die entwickeln sich. Das ist so ein Trend.
Ja, wir kennen ja, es gab mal Episoden oder Epochen, da war das ja nicht ganz gut, wenn man jetzt einen Jungen, sage ich mal, arg verwöhnt und oft umarmt. Er muss ja der Mann sein, er muss hart sein und so weiter und so fort. Und das natürlich, das bürgert sich ein auf gut Deutsch, da entsteht eigentlich eine kulturelle, eine kulturelle Entwicklung, die dann irgendwann mal nach 20, 50, 100 Jahren sich natürlich dementsprechend ganz anders entwickelt und etabliert in der Gesellschaft. Das kann damit zu tun haben, das kann auch, momentan haben wir auch diese Situation mit Corona, wo es auch zwangsläufig so ist. Und dann ist es quasi ein Nebeneffekt, der dann dazu führt, dass man sich dann so auch behandelt. Ich möchte nicht sagen, dass es verkehrt ist, aber das kann auch dazu führen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und krank ist, und dann bekommt er auch eine energetische Heilung, kann man so sagen. Es gibt keinen kranken und keinen gesunden Menschen. Es gibt nur Zustände. Und die ändern sich so, wie die Energie ist. Ja. Das positive Effekt ist ja meistens oder oft, dass das dazu eine Besserung, sprich in Klammer, Anführungszeichen, zur Heilung kommt. Aber energetische Veränderung ist es oder eine geistige Veränderung. Durch diese Intensität dann da an diese Energie, wie man ja oft im Bürgerlichen auch sagt, Heilkraft legt. Mhm. Die Bibel ist ja voll davon, gerade im Christentum. Ich denke mir das immer, wenn jetzt zum Beispiel ein Baum eine Verletzung hat, dann wächst da was drüber und es geht und er lebt einfach weiter. Und auch bei mir selber. Oder wenn ein Mensch jetzt hier eine Wunde hat, das heilt dann und man hat zwar noch die Wunde, aber es ist dann noch gesund geworden irgendwie. Auch wenn man am Anfang nicht wusste, wie es wird. Aber irgendwie, da kam dann eine Heilenergie und dann ist es wieder gut geworden und man konnte weiterleben. Würdest du so den Prozess der Heilung beschreiben? Ja gut, diese Heilung jetzt am Körper, natürlich, jeder Körper besitzt Energie und lebt. Ja, wenn die mal verbraucht ist, dann sterben wir. Das ist so. Und die Heilung am Körper, das ist die eigene Energie, die dann den Körper wieder ganz normal herstellt. Ich erlebe das ja fast täglich bei mir in der Praxis, wenn ich Menschen behandle, die Operationen hatten, also OPs hatten, Knochenbrüche, Frauen mit Kaiserschnitten und so weiter, obwohl es 20, 30 Jahre her ist, an der Stelle fängt es an, weh zu tun. Das heißt, körperlich ist diese Wunde verheilt, zugewachsen oder der Knochen. Aber sprich jetzt dieses Vokabular weiter zu benutzen, energetisch oder geistig, ist da immer noch ein leichter Bruch. Und die Energie, ja, der göttliche Kraft versucht oder macht es dann wieder, will das wieder gut machen. Und dann spürt man genau an der Stelle einen stechenden Schmerz oder ähnlichen Schmerz wie damals, als diese Verletzung auch entstanden ist. Dasselbe passiert auch mit unserer Seele. Sprich mit unserer Emotion. Wir denken oft, ach, das habe ich ja längst verarbeitet, sagt man ja so schön. Das habe ich, es liegt hinter mir und so weiter. Meistens sind es nur Verdrängungen. Meistens. Und aus dem Unterbewusstsein irgendwann mal fängt es dann zu reagieren und uns zu beeinflussen. Oft wissen wir dann nicht, wo das herkommt, weil es ja oft so ist, dass es Jahrzehnte her ist. Jetzt zum energetischen Heilen, jetzt ganz konkret. Ich meine, heißt es dann, dass ich andere Gedanken denke und natürlich auch andere Emotionen, andere Gefühle in mir verursache, dass ich zum Beispiel verzeihe? Die Energie verändert den Menschen, positiv oder negativ. Genau. So, ob diese Energie vollkommen ausreicht, wage ich zu bezweifeln. Wir merken ja die letzte Zeit, die Sporthallen sind voll. Wir machen 5 Jahre im Jahr Urlaub und so weiter. Für mich ist es keine Heilung. Für mich ist es nur eine Flucht. Und wie machst du es dann? Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bete. Schlicht und einfach, ich bete. Und durch das, was man Talent nennt, oder früher sagte man dazu Gabe, fließt da eine Energie, die einfach den Zustand im Menschen verändert. So, und wenn ich dem immer mehr gebe und umso mehr ich die Mutter bin, das Beispiel von vorher, für mich ist jeder, der zu mir kommt, mein Kind, meine Mutter, je nachdem vom Alter. Oder wir haben ja zu jedem Menschen eine Beziehung. Der eine assoziiert uns an Mutter, an die Schwester, an Bruder, was auch immer. So, und wenn ich da mit vollem Herzen, mit ganzem Herzen drum bete und mich dafür einsetze, dass es ihm besser geht, dann wird auch was passieren. So einfach ist es. Man muss aber viel an sich selbst arbeiten.
Man muss ein großes Herz haben. Ist es denn auch wichtig, dass dann dieser Kranke, der zu dir kommt, auch bereit ist, einfach deine Liebe oder deine Heilung anzunehmen? Weil jemand, der zum Beispiel von jemand anders geschickt wird, da würde es ja nichts bringen, oder? Ja, das ist immer vom Vorteil, sagen wir mal so, wenn der Mensch das möchte. Mhm. Wenn er von Familienmitgliedern manchmal fast gezwungen wird, dann ist das nichts. Also da meistens, dann machen wir vielleicht ein, zwei Behandlungen, aber ich sage dann ziemlich schnell, das ist okay, also mehr braucht man nicht machen. Es gibt Menschen, die wollen auch nicht gesund werden, das darf man nicht vergessen. Denn meistens unterbreche ich dann die Behandlung oder beziehungsweise die ganze Session und er bekommt dementsprechend auch keinen Termin. Natürlich, wenn er dann wieder sich ändert, die Menschen ändern sich ja. Irgendwann mal bekommt er ja die Einsicht, dann kann er wieder kommen. Mhm. Genau, aber die Energie, wenn jetzt die Frage so gestellt war, die wirkt bei jedem. Die wirkt auch bei Tieren, bei kleinen Kindern. Mhm. Wenn man so oft denkt man ja so, das ist so ein Volksglaube oder viele glauben das, ja nur wenn man dran glaubt, dann wirkt es. Nein, das ist keine Suggestion. Ich erzähle ihm ja auch nichts. Ich sage ihm nicht, du wirst jetzt dies oder jenes spüren oder was auch immer. Ich habe oft Vorträge gehalten, in denen ich ja gesagt habe, das wirkt nicht. Setzen Sie sich hin, schließen Sie einfach nur die Augen und lassen es geschehen. Die Hand aufgelegt, angefangen zu beten und schon hat er geweint. So, schon kam die erste Reaktion. Also das hat mit dem dran Glauben nichts zu tun. Natürlich, wenn einer dran glaubt, dann ist er offener dafür. Mhm. Da muss man nämlich viel erzählen oder so vielleicht, ja. Aber der Glaube an diese Sache an sich, hier ist nicht unbedingt notwendig. Oder wenn es auch, zu mir kommen auch Menschen anderen Glauben. Also nicht nur jetzt aus der westlichen Kultur. Ich habe eigentlich alles, was wir auf der Welt haben, glaube ich, Nahe Osten, Asien, alles war da. Und verschiedene Richtungen an Religion. Und das wirkt bei dem einen wieder bei dem nächsten. Ja. Gott ist für uns alle da. Und ja, der wirkt aber jeden. Und was ist es dann, was ist das, was dann heilt? Ist es deine Liebe, deine Energie oder ist es Gott? Oder was ist dann das Entscheidende, was heilt? Das ist der göttliche Teil in mir, der sich mit dem Großen verbindet und das Ganze transformiert und weiterleitet. Oft sagt man ja, ich bin nur ein Kanal. Das ist so eine Aussage, die mir nicht unbedingt ganz gefällt. Weil die lässt ja auch ein bisschen Raum offen. Die Menschen sagen, ich bin ein Kanal, sprich, wenn es nicht funktioniert, dann wollte es der da oben nicht. Mhm. Das ist aber nicht so. Sondern umso offener ich selbst bin, also derjenige, der sich als solcher bezeichnet oder der da mit dieser Energie arbeitet, desto stärker ist seine Energie. Das war das Beispiel deswegen mit der Mutter und eigenem Kind und Nachbarskind. Mhm. Da gibt es Unterschiede. Weil für das eigene Kind hat sie sich ganz geöffnet. Im Gegenteil, da hat sie sogar eigene Energie mit reingegeben. Mhm. Ja, Mütter und die Kinder pflegen längere Zeit, die schwere Erkrankungen haben, die sind zum Schluss sind sie sehr erschöpft. War das alles göttliche Kraft? Nein, nicht nur. Mhm. Es war ihre eigene auch mit dabei. Mhm. Und so ist es auch hier. Ich sehe es auch bei mir, wenn ich mich richtig auf die, und ich stelle mich jedes Mal richtig auf die Menschen ein, ich reagiere schon 7 Tage vorher. Große Veranstaltungen, wenn 200 Menschen kommen, die Querschnitt der Symptome, was sie haben, habe ich an meinem Körper. So, hinterher auch noch mal 3-4 Tage, dann flaut das alles ab. Das heißt, Energieaustausch hat ja stattgefunden. Ich bete und mache und hebe die Energie auf. Das, was dort ist bei den Menschen, die Hilfe suchen, reagiert drauf. Und so sind wir alle in einem energetischen Austausch, wenn man so sagen möchte. So, und irgendwann mal, wenn sich das legt, dann sehen wir, okay, was hat sich da verändert? Was hat sich gewässert? Und da stellen wir immer fest, dass sich ja was verändert hat. Bei den Klienten genauso aber wie bei mir. Weil das ist ja auch wieder wie ein Muskel. Ja. Umso mehr ich ihn trainiere, ja, desto stärker wird er. So, und wenn ich mich geistig immer mehr darauf einstelle, auf schwierige Klienten, die schwere psychische Probleme haben, die auch körperliche Beschwerden haben, das verändert meine Frequenz. Ja, genau. Wenn jemand zum Beispiel psychisch schwere Erkrankungen hat, hast du dann keine Angst. Weil ich kenne das, man ist in der U-Bahn und jemand führt starke Selbstgespräche und dann ist man erstmal erschrocken, weil man denkt, oh mein Gott,
Aber wenn jetzt jemand eine Psychose hat oder ganz schlimme Panikzustände und zu dir kommt, das macht ja auch was mit dir. Hast du dann keine Angst? Nein. Nein, warum soll ich Angst haben? Wenn der Gott ihn zu mir geschickt hat, dann wird er doch, dann hat es doch einen Grund. Angst darf man nicht vergessen. Angst ist das, was uns schwach macht. Das Negative lebt von der Angst, von unserer Angst. Und was kann man machen, wenn man Angst hat? Beten und Glauben stärken. Gott steht über alles. Und sich einfach mal trainieren, sage ich mal, immer üben in seinem Vertrauen in Gott. Also nicht glauben, jetzt sagen, echt, ich glaube an Gott. Ich bin getauft, ich glaube an Gott. Das ist ein bisschen modern, ja, sondern hier glauben, im Herzen. Herz macht alles. Also, manch einer nennt es Seele, okay. Aber als Mensch, wenn man sagt Seele, das ist so ein bisschen, ja, was ist denn Seele? Aber für mich ist Seele und Herz ziemlich nah beieinander. So, und das ist das, was Wunder vollbringt. Nur das. Auch hier, wenn Sie jetzt, oder du ja in der S-Bahn oder in der Straßenbahn sitzt und einer führt Selbstgespräche, meistens ist es so, dass es einer auch hinterher beschäftigt, nicht nur jetzt in der Situation. Ich würde dann abends für ihn beten. In der Situation, wenn ich ihn sehe, auf jeden Fall, abends nochmal. Weil ich nehme an, dass er abends ins Bett geht, wann auch immer, 9, 10 Uhr, dann bete ich für ihn und zünde ihm meine Kerze an. Und wenn er mich am nächsten Tag weiterhin beschäftigt, dann würde ich es am nächsten Tag nochmal machen. So fast so lang, bis er in meinen Gedanken nicht mehr da ist. Ich kann mich erinnern, ich war mal am Hauptbahnhof in München und ich sah eine Frau, die war im Rollstuhl und die war aber wie eine Obdachlose und die saß da einfach und war auch psychisch krank und keiner hat ihr geholfen und ich dachte, das gibt's doch nicht, alle gehen vorbei und das hat mich monatelang beschäftigt, ich kann nur sagen, ich wusste und dann dachte ich, mein Gott, wieso hast du jetzt keine Polizei gerufen, da muss sich doch jemand kümmern, aber solche Szenen, die können, also wenn man halt innerlich nicht gefestigt ist, können doch einen beschäftigen, also du als Heiler erlebst ja viele Krankheiten, schlimme Schicksale, macht dich das dann nicht auch persönlich betroffen, sodass du dann nicht mehr schlafen kannst oder so? Das macht mich schon betroffen, aber ich kann mich ziemlich schnell, sage ich mal, umstellen. Wenn ich jetzt mit dir gesprochen habe, nach dem Interview 5 Minuten später denke ich an was anderes. Und so ist es auch hier. Ich lasse hier schon, also von meinem Verständnis, schon den Raum auch für das Göttliche. Das heißt, ich bin nur ein kleines Licht. Ich mache nur das, was ich aus meinem Rahmen der Möglichkeiten machen kann. Aber ich kann nicht die Welt retten. Und das ist das, was ich für diese Dame gemacht hätte. Ich hätte sie gebeten. Gut, wenn sie jetzt Hunger hat oder so, da hätte ich auch geholfen. Aber wenn das ein allgemein gesellschaftliches Problem ist, dann sind ja meine Möglichkeiten erschöpft. Da kann ich ja nicht so viel machen. Genau. Was ich aber dann mache, bei nächster Gelegenheit, wenn ich dann in die Kirche gehe, dann zünde ich eine Kerze, eine große Kerze an, für alle Menschen, für alle, die mir in den Sinn kommen. Ja. Und für diejenigen, denen ihr Name mir einfällt, trage ich sogar den Namen ein, dann betet die ganze Gemeinde. Mhm. Glaubst du denn, dass jetzt für das Thema Heilung, dass es hilfreich ist, wenn man an Gott glaubt? Ja, das glaube ich unbedingt. Also man... Der Glaube ist ja Energie. Man kennt es sogar im Sport. Wenn ich an den Sieg glaube, dann bin ich ja gut motiviert. Das hebt den Moral, heißt es da. So, und wenn ich da stark mich drauf konzentriere, einschieße, ja, dann gibt mir das Ganze eine enorme Kraft. Und wenn ich da vorne einen guten Trainer habe, wenn wir jetzt beim Fußball sind, der mich ständig motiviert, die Mutter für mich ist und der Vater, ja, dann bin ich ein guter Sportler. Das basiert doch alles auf dem Glauben. Wir haben ja oft Sportler, die jetzt nicht unbedingt körperlich ja dementsprechend so ausgestattet sind, dass man denken würde, ola, jetzt das wird der beste Tennisspieler oder sonst was. Aber trotzdem, der ist einer von den Besten. So, weil er einfach mal innere Kraft hat. Und so ist es auch hier. Der Glaube ist schon wichtig. Man sieht da, diese psychischen Störungen sind oft entstehen auch, weil die Menschen einfach mal die innere Kraft verloren haben. Die sind ja zu Pessimisten geworden. Was ist ein Pessimist? Ja, der hat Glauben verloren. Der hat alles aufgegeben und lässt es einfach mal so auf sich
über sich ergehen. Damit schwächt er immer wieder die Energie, die Frequenzen werden immer niedriger. So, und er wird immer noch kränker. Irgendwann mal wird es nicht nur eine Depression, sondern es fängt an auch körperliche Beschwerden, Leber, Galle oder sonst was. So, also sprich, das ist schon wieder die Energie, von der wir die ganze Zeit sprechen, beziehungsweise auch der Glaube. Ich rate auch immer meine Klienten, wenn sie liegen, wenn ich sie behandle, fangt nicht an, jetzt mit dem Kopf zu denken. Was passiert jetzt? Fange ich jetzt an zu reagieren? Wird es besser werden? Fang an, mit dem Bauch zu denken. Also alle deine Konzentration, geh in den Bauch. So, dann dauert es nicht lang, es fängt an zu arbeiten. Ja, weil die meisten Emotionen sitzen auch hier. Genau. Und wir flüchten gern in den Verstand. Deswegen sind wir auch Burnout und alle diese Sachen, weil wir einfach mal, ich sag's mal witziger, was jetzt, die Festplatte ist voll. Die ist enorm voll. So. Und dann trauen wir uns nicht mehr in die Emotionen runter, also wie der Bauchbereich, Solarplexus. So, und da sind wir vielleicht bei der Frage, die zweite Frage war es ja, warum wir dann auf Abstand gehen. Weil wir dann einfach mal Angst vor Emotionen haben. So. Also, versuchen alles dann wieder rational zu erklären, wieder in Ordnung zu bringen. Und das schaffen wir meistens nicht, weil es mit dem Kopf kriegt man das nicht hin. Du sagst ja, Krankheiten entstehen durch Blockaden. Ja. Und diese Blockaden, was sind es denn für Blockaden? Sind es Blockaden, dass man so sehr im Verstand gefangen ist und nicht mehr sein Herz fühlt? Oder dass man den Zugang zur Intuition irgendwie verloren hat? Oder welche Blockaden sind es, die krank machen können? Ja, auch das sind Blockaden. Aber Blockaden, eigentlich das, was ich jetzt so ein bisschen erklärt habe, das sind ja Blockaden, wenn ich ja in die Depression bzw. in diesem Pessimismus verfalle und so weiter. Das erzeugt ja Blockaden. Blockaden ist so ein Begriff, der ist entstanden, als man das geistige Heilen, als das verboten war. So, und dann haben sich ein paar schlaue Menschen was ausgedacht, eine Krankheit oder Störung nicht bei Namen zu nennen. Dann haben sie gesagt, okay, das ist eine Blockade. So, was macht ihr? Ich löse halt Blockaden auf. Und dieser Begriff ist ja so in geworden, dass mittlerweile die Mediziner das oft verwenden als Blockade. Das ist eine Blockade. So, und deswegen das zu erklären, alles ist eine Blockade, ich würde es so bezeichnen, alles, was uns nicht gut tut, was uns krank macht, auf welche Weise auch immer, ist eine Blockade. Also eine niedrig schwingende Energie. Das ist wunderbar gesagt. Das hast du viel besser gesagt als ich. Genau das. Genau das. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, sagen wir mal, hat eine schwere Erkrankung und hat halt sehr viele schulmedizinische Wege schon beschritten, Operationen und es hilft nichts, ist unheilbar. Laut Schulmedizin ist auch schwierig, dann irgendwie eine Energie zu verändern. Ja. Was ist denn der erste Schritt, was man tun kann, wenn man jetzt wirklich, das ist aussichtslos. Er hat nur Todesdiagnosen bekommen, alles hinter sich, es ist unheilbar. Ein unheilbarer Kranker kommt jetzt zu dir. Was? Gut, was man selber machen kann, ich bin nicht der Meinung, dass der Mensch alles selber machen kann. Ich höre das immer wieder, man kann sich ja selbst heilen, selbst helfen, nur bedingt. Wenn ich aber diese Grenze überschritten habe, dann kann ich das nicht mehr selbst machen. Das ist wie wenn ich ein Problem habe, einen kleinen Brief von irgendwohin kann ich ja selber schreiben. Wenn es aber was anderes ist, dann brauche ich schon einen Anwalt. Also dann brauche ich schon jemanden, der einfach auf höhere Energie schwingt, sich besser damit auskennt. Und so ist es auch hier. Das heißt, hier wieder die Intensität der Heilkraft, die macht es dann. Natürlich, wenn es zu spät ist, dann ist es nun mal zu spät. Dann gibt es niemanden auf dieser Erde wahrscheinlich, der so ein energetisches Potenzial besitzt, um das Ganze wieder zu aktivieren. So, und man sollte immer auf seinen Körper hören. Wenn man merkt, hey, ich habe ja sämtliche Grenzen überschritten für mich selbst. Ich merke, mein Körper hat mir mehrere Signale gegeben, hey, so kann es ja nicht mehr weitergehen. Dann sollte man was unternehmen. Und da, so dementsprechend kann man sich auch einen Therapeuten aussuchen. Das heißt, wenn ich schon wirklich über jeglichen Limit drüber bin und alle Mediziner sagen, ja, das können wir nicht. Das heißt, ich muss jetzt jemanden suchen, der ja fast Wunder vollbringen kann. Genau. Meistens landen sie dann irgendwie bei mir oder bei den Kollegen, die ähnliche Tätigkeit machen. So, und da geht es dann nur um die Intensität der Heilkraft oder energetische Kraft, gell? Von demjenigen, der das macht. Nur das hilft.
Und oft ist es so, das ist in unserem Breitengrad hier in Westeuropa so, ja, das Thema von vorher, wenn du das erkennst, wenn du deine Gewohnheiten geändert hast, dann wird es besser. Man merkt einfach, dass diese Energie, diese ungute Energie, Blockaden auch, so fest sind, dass es nicht mehr so, ja, ich sehe ein bisschen Licht, mir wird es ein bisschen warm, so, das mach mal dreimal und dann wird es besser. Mhm. Sondern es braucht wirklich hier eine enorme Kraft, die das den Menschen beinahe aus dem Körper rausreißt oder raustreibt. Mhm. Und wir haben immer mehr solche Menschen. Immer mehr. Wieso ist es so? Ich hatte das sogar im AOK-Heft irgendwann mal gelesen von der Krankenkasse, dass 75% der deutschen Bevölkerung schon mal eine psychische Störung hat. 75%. Wir entfernen uns von dem großen Ich, vom Göttlichen. Wir übernehmen alles. Verantwortung, Entscheidungen und so weiter. Das ist das Rationale. So. Und auf Dauer macht es den Körper einfach schwach. Das Hirn, sage ich mal, oder das Rationale überlastet es enorm. Ja. So, und das erklärt auch viele Süchte, die viele von uns haben. Das erklärt auch viele Gewohnheiten oder Störungen, die dann dadurch entstanden sind. Das ist einfach, weil einfach mal alles überlastet ist. Das Denken kostet wahnsinnig viel Energie. Ich weiß an Tagen, an denen ich merke halt einfach, ich beobachte meine Gedanken immer. Ja. Und an Tagen, an denen ich wenig Gedanken habe, wenn halt wenig inneres Selbstgespräch ist, dann schaffe ich viel mehr und viel ruhiger und viel besser meine Arbeiten, als wenn ich unbewusst bin, wenn im Hinterstübchen was arbeitet. Also ich weiß einfach, dieses Denken kostet wahnsinnig viel Energie. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man immer wieder in eine gewisse Weise hindenkt, dass es dann auch wirklich körperlich krank macht. Angenommen, eine Frau möchte ihren Mann verlassen, sie traut sich nicht und sie denkt 10 Jahre lang, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das? Ja, irgendwann wird sie krank und dann ist sie weg vielleicht, ja. Denken kostet viel Kraft, aber sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, kostet viel Mut. Und wir sind feige. Deswegen flüchten wir lieber in das Denken, weil es keine Mut erfordert. Emotionen sind Mut. Es ist automatisch. Wenn man ein negatives Gefühl hat, will man nicht fühlen. Und viele lenken sich dann ab, gehen einkaufen, Freunde treffen, machen irgendwas, essen, Süchte, nur um das Gefühl nicht zu fühlen. Dabei ist es eigentlich gar nicht schlimm, man muss es ja nur fühlen. Aber wieso ist es so, dass man das negative Gefühl nicht fühlen will? Weil es weh tut und oft dauert es ein bisschen. Das Problem ist ja aber, wenn wir das immer verdrängen, dann dauert es immer länger. Wir haben einfach Angst vor Emotionen, so sind wir. So, das ist aber auch wieder regional ein bisschen unterschiedlich. Ja, Westeuropa, Nordeuropa ist da ein bisschen eingefroren, ist ein bisschen kultiviert, sagt man dazu. Gell? Das Südeuropäer schon anders, der lässt die Emotionen raus. So, und je nachdem. So, meine Meinung nach ist, die goldene Mitte ist gut. Man soll die Emotionen aber rauslassen. Vielleicht noch mal ein Satz dazu, zu der zweiten Frage, dritte, was das war. Mit jemandem vergeben, war das ja. Mhm. Genau. Oft höre ich das, ja, ich vergib demjenigen und dann ist es gut. Ich kann ihm erst vergeben, wenn ich die Emotion draußen habe. Vorher nicht. Vorher ist es nur eine aufgesetzte Vergebung, die nichts bringt, die mich aber weiterhin im Inneren zerfrisst. Das heißt, in dem Fall jetzt ist sogar auch eine Wut oder sogar Aggression heilsam. Nur hier sollte man ja natürlich aufpassen, nicht jetzt auf denjenigen losgehen und sich da austoben, sondern Mittel und Wege finden, um diese ungute Emotion in sich, Wut, durch die Verletzung, die da entstanden ist, rauszulassen. So. Oft ist es das, was bei mir auch passiert, diese angestaute Wut geht raus. Die zertrümmern manchmal auch die Liege. Also der trommelt mit Händen und Füßen so lange, bis diese Holzliege kaputt ist. Und ich mag keine Metallliegen, weil die einfach mal eine ganz kalte Ausstrahlung haben. Genau. Also erst wenn diese Emotionen draußen sind, dann kann man vergeben. Vorher nicht. Also von dem her, auch diese Emotionen sind sehr, sehr wichtig. Es ist nicht alles Licht und Liebe. Ja, sondern wir Menschen sind einfach mal vielfältig. Wir haben eine ganze Palette an Emotionen und die sollte man alle irgendwo in der Waage halten. Mit dieser Emotion sollten wir arbeiten und nicht ständig in das Rationale, in den Kopf flüchten.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil was mir halt auffällt ist, so die letzten 5 Jahre gibt es ja sehr viele Ausbildungen, die angeboten werden. Und ich würde jetzt mal sagen, jeder zweite oder jeder dritte möchte jetzt ein Heiler werden und möchte jetzt eine Ausbildung machen als Coach, Heiler eben und Therapeut und so weiter. Diese Fähigkeit, andere zu heilen, wie du sie jetzt machst, kann man die denn in der Ausbildung lernen? Oder wer kann das dann lernen? Was ich oft beobachte, das ist manchmal, aber ich bin so frei und sage das. Oft sind Menschen, die haben selber Hilfe gesucht und sind überhaupt nicht fertig mit ihrer eigenen Heilung, die gehen dann und sagen, ich bin Therapeut. Man redet mit ihm und merkt, dieser Mensch ist eigentlich schwerst traumatisiert. Der projiziert aber seine Traumata in den Klienten. Genau. So. Und das ist ja, wirklich, das finde ich oft, ich habe selber Leute ausgebildet. Und bei manchen schießt das Ego so durch die Wolken, nur weil er ein bisschen Energie gespürt hat. Man sieht einfach, hätte er die Gabe bekommen, dann würde er auch damit mit dem Ego ganz anders umgehen. Das wäre eine Selbstverständlichkeit für ihn. Jeder Sportler, Künstler, der seine Arbeit gut macht, ja, aus ganzem Herzen, die sind selten überheblich, die haben selten mit dem Ego ein Problem. Selten. Ja? Und die es irgendwie dazu gekommen sind, naja, man merkt es auch. Und so ist es auch hier. Von dem her, das ist nicht so einfach und auch nicht natürlich. Wir haben mittlerweile in Deutschland mehr Schamanen als Südamerika und Afrika zusammen. Also das ist ja, ich würde es fast eine Epidemie nennen. Ja. Das kann ja nicht sein. Und das nächste ist, es gibt Leute, die sehen ein bisschen Licht irgendwie und spüren was und dann, das wird so aufgebauscht und gleich ist es irgendwie ein Engel Michael oder Gabriel oder sowas. Da denke ich mir oft, wenn der Gabriel ihn bloß angeguckt hätte, ja, angehaucht hätte, der wäre ja schon ein Lichtwesen geworden. Ja, wie wenn der Gabriel jetzt hier um die Gegend rum fährt und ja, der zeigt sich jedem oder so. Wenn jetzt jemand mit deiner Energie in Berührung kommen will, du hast ja auch eine CD, die man bei dir kaufen kann. Ich zeige sie mal in die Kamera. Auf dieser CD, was ist da drauf? Die Musik. Da ist eine Musik drauf und die ist ja subliminiert. Ich bete ja oft bei meinen Sitzungen, auch laut. Und alle diese Gebete, die sind ja in der Musik mit drin. Man hört es aber nicht, weil, wie vorher erwähnt, es soll ja keine Suggestion hier stattfinden, sondern einfach Energieaustausch. Fürs Ohr ist die Musik und für das Herz, für den Geist, ist dann diese Subliminierung, sprich die Gebete. Da sind Gebete für Objektreinigung und so weiter. Also ist auch mich mit drin. Und so, die unterstützt einfach, die läuft auch bei mir bei der Sitzung auch immer dabei. Ich habe jetzt auch noch zweite CD, die ist ja fast fertig, aber noch nicht in die ist im Computer fertig, aber nicht jetzt auf der CD drauf quasi. Und Buch habe ich auch geschrieben. Ich muss mich jetzt entschuldigen, ja, ich habe das Buch nicht dabei. Aber man findet alles auf deiner Webseite. Auf meiner Webseite, genau. Oder wenn man mich googelt auf Amazon oder wo auch immer, findet man das. Und auch wenn man mit dir in Kontakt treten möchte und eine Sitzung nehmen möchte. Richtig, da steht alles da, ja. Ich bedanke mich sehr für dieses sehr, sehr tiefgehende Interview. Ich habe auch jetzt wirklich eine starke Energie gespürt, das kann ich so sagen. Ich bedanke mich sehr für diesen Einblick in deine Arbeit und in die Geistheilung und Heilung. Ich bedanke mich auch und es war schön, hier zu sein. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Interview. Bis bald bei Welt im Wandel TV.